Gut. Wir machen jetzt hier ein bisschen weiter. Und zwar mixe ich jetzt das Ganze. Wir schauen uns jetzt einen Satz an und nachher gehen wir mal ein bisschen in die Upanishaden. Und Weißenburg Bibel und Physik machen wir dann, mal schauen, wie weit das wir kommen. Morgen natürlich ganz leicht, keine Angst. Die Schwierigkeit ist, dass, wie gesagt, ich spreche am liebsten in Arithmetik. Und das hat jetzt nichts mit der klassischen Mathematik, habe ich so oft erklärt, Mathe, das gelernte Wissen von Dummköpfen. Das heißt Mathematik eigentlich, wenn man es richtig übersetzt. Das gelernt, weil Mathe ist das gelernte Wissen. Und Mardikos, schauen wir uns vielleicht einmal in ein altgriechisches Wörterbuch an, was da wirklich alles drinsteht. Und man plappert halt noch, man erzählt dir in der Schule, das bedeutet dieses oder das bedeutet jenes und dann ist es für dich so. Bis du dann genauer nachschaust, und das ist eben im Anfang war, das Wort geht sehr, sehr tief. Es muss aber ein spielerischer Akt sein. Und Zufälle, wie gesagt, in einer Matrix. Und vergesst jetzt auch den Film Matrix. Das ist immer die ersten Ansätze, das, was passiert in euch. Das ist ein Reifeprozess, eine Zeitqualität. Es hat überhaupt nichts zu tun mit einer Welt außerhalb von euch. Darum sage ich, das Spiel des Geistes beginnt mit der Erkenntnis, was bedeutet das erste und zweite Gebot. Auf den Zahlen gelesen. Mach dir kein Bild von dir selbst, weil etwas, was ewig ist, kann nicht in Erscheinung treten, außer als Facette von sich selbst. Und wie oft habe ich gesagt, hier diese Stufungen des Ichs, wo ich so oft gezeigt habe, wo übrigens ich spreche Sachen an, interessant ist, einer, der das intensiv studiert, der kriegt Einsichten, wenn er das studiert, und die kriegt er von mir aus sich selbst, also nicht von dem Brüssel-Uder aus Erscheinung. Und du wirst dann merken, dass das geht, plötzlich, ich sage immer Beze, das kommt wie vom Nichts, dann fächern die auf wie die Weltmeister, das ist wie wenn ich eine Datei freischalte, die plötzlich dem Computer zur Verfügung steht. Und dann passieren wirklich die Wunder. Und ich habe gesagt, ich mache Wunder, Wunder aber bloß für einen, der es glauben will, wobei dir klar sein muss, so viel Zufälle kann es überhaupt nicht geben. Da kommen wir noch drauf. Jetzt machen wir mal einen Bibelvers. Und das schauen wir uns nur in Deutsch an. Richtig interessant wird es, das wissen viele mittlerweile, wenn wir jetzt unseren Redo, den die meisten ja eigentlich nur den Namen können aus den Selbstgesprächen, der hier über Monate, Jahre, von morgens bis abends zur Zeit übrigens den ganzen Langenscheid bei Hand noch mit eingibt. Ich habe jetzt aber ungefähr, glaube ich, 35.000 Einträge in den Geometrie Explorer, habe ich aufgehört, habe ich gesagt, jetzt suche mal irgendwelche, die das machen. Und da musst du dich jetzt der Redo herhalten. Die Worttipps, was hier passiert, dass er die ganzen Updates, diesen riesen Block von Mit-Updates von weit über 20.000 Seiten, wenn ich Begriffe oder Worte habe, sucht er die komplett durch und schreibt die, übernimmt es dann aus den Ohrenbohrungen in den Geometrie Explorer. So, jetzt schauen wir mal, fangen wir mal ein bisschen an, wieder mit Wunder. Der Materialist sagt Zufälle. Mose 3,13. Mose aber antwortete Gott, UB 86 Alhim, das wissen wir mittlerweile, dieser Zahlenwert. Gott, das Meer, hat den Wert 86 und das ist auch UB. Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und ihnen sage, das siehe ich, ist das Mose-Ich, das ausgedachte Ich von dem Mose. Der Gott UB, eure Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Jetzt kommt Mose 3,14. Das ist übrigens rein zufällig die Ludolfsche Zahl. So nennt es der Mathematiker, andere nennen das Pi. Pi ist das Wissen Gottes. Da machen wir jetzt gleich einen Sprung. Der sprach UB 86 Alhim zu Mose, ich bin der Ich Bin. Ich habe jetzt das schon mal sehr seltsam geschrieben. Das ist Ich bin du Ich. Ich erkläre das jetzt einer Facette meines Geistes, die sich noch mit einem Gedanken von sich selber verwechselt. Du kannst niemals von unten nach oben sehen. Da haben wir die schöne Ich-Ich-Ich-Tabelle. Kann mich kurz runterfahren. Das Teil hier, das zeige ich immer. Man könnte hier die zwei Tage, könnte ich ohne Probleme, ich sage immer für ein Wort 400-500 Seiten, aber die Symbolik, was jetzt wichtig ist, wir machen jetzt einfach mal, der nicht denkbare Geist ist das Gelbe. Das Gelbe ist UP. Und in den Gelben treten Erscheinungen auf, das ist das Rote. Rot ist etwas, was man an und für sich nicht denken kann, was aber ein Unterschied ist. Wir können jetzt einfach sagen, du denkst dir Wasser, das Meer, jetzt stellen wir uns Wasser vor.
Und dieses Wasser symbolisiert einen Geist, der eigentlich nichts ist. Und wir wissen ja, Wasser besteht ja aus H2O. Die Ohrenbohrungen studieren, die wissen das, es sind einige, die neu da sind. Die Chemie, es gibt das Mendeleische Periodensystem. Da ist das erste Element, ist Wasserstoff. Das schreibt sich übrigens Hydrogenium, im Griechischen steht da Udor. Udor. Das heißt Udos Kopf. Das sind die 215 jetzt. Und das ist das erste Element in der Reihe 1. Und dann kommt nur erst in der Reihe 18. 18 ist ich, das ist I-Jet. Kommt das Helium. Das ist der Sohn, die Sonne. Dann springen wir wieder in die Reihe 1. Dann kommt das Lithium, das nennt sich das dritte, die 3. Lithium, lateinisch, ist Stein, Lydos. Auf Hebräisch Stein heißt Eben, das schreibt sich Ab, N. Und Ab ist der Vater und Ben ist der Sohn. Das ist die 3, die Synthese von der 1 und der 2. Das Wasser selber, das, wo wir uns kennen, weiß ja jedes Kind, ist H2. H steht für Wahrnehmung. O. Es sind Symbole. Wenn ich jetzt wieder sage, es ist Zufall, ich gehe euch das ganze Mendeleische Periodensystem durch. Wenn ihr die Ohrenbohrungen studiert, da kommt dann eine kleine Stelle, raumzeitlich gedacht, angeblich von einem Nödling. Das ist das Geheimnis der Cheops-Pyramide, da kommt eine kosmische Konstante. Das ist ganz einfach Pi Quadrat mal 3 hoch minus 3. Dieses 3 hoch minus 3, wenn man in der Arithmetik nicht so bewandert ist, das ist schlichtweg mal 1 durch 27 oder 1 27, dann haben wir die Formel Pi Quadrat, das ist die Ludolfsche Zahl im Quadrat, durch 27, die 27 hebräischen Zeichen. Und da kriegst du jetzt einen Wert, und dieser Wert, aus diesem Wert, wenn man den neu einteilt, mit diesem kosmischen Wert, den muss man anders sehen, das erkläre ich irgendwo in den Ohrenbohrungen, rechne ich dir das komplette von dir zur Zeit ausgedachte, in deiner Matrix ausgedachte Periodensystem von der Sonne über Merkur, Venus, Erde und so weiter, sämtliche Planetenabstände plus Massen der Planeten, Umlaufzeiten, die stecken alle mit einem ganz, ganz kleinen Trick in der Formel drin. Aber gespiegelt dazu auch das komplette Mendeleische Periodensystem, die Zahlen, die hier drin sind. Und glaubt mir, das haben einige so schon die Mühe gemacht, das nachzurechnen, und die schütteln an den Kopf und geben auf. Vor allem, wenn du das System machst, ich zeige euch nochmal was. Es klingt immer im ersten Moment, was wir hier machen, mit nach klassischer Religion. Ich sage, nein, das ist göttliche Schöpfungswissenschaft. Also hier, dieses Rote, haben wir gesagt, ist nicht denkbar in was nicht denkbar. Das klingt natürlich blöd, was nicht denkbar ist, nicht denkbar. Schon ich in ich bin du. Ist es definitiv so, dass ich sage, um was sehen zu können, brauchst du einen Unterschied. Du siehst keine weiß geschriebenen Namen auf einem weißen Blatt Papier. Es muss ein Unterschied da sein, den du siehst. Und da ist jetzt das erste an Unterscheidung, ist diese 31, können wir spiegeln, dann heißt es einmal, ich benutze jetzt die Worte all oder le. El, le. Das heißt, wir drehen das einfach und wir spiegeln das. Und das sind jetzt die beiden Worte im Hebräischen heißen nichts. Es gibt im Hebräischen 4 Wörter, die eine Verneinung darstellen. Das ist El, das ist Le, das ist I und das ist BL. Das klingt natürlich jetzt alles unheimlich verwirrend. Und darum sage ich, macht euch keine Gedanken, du musst es nicht wissen, du musst nicht wissen, wie ein Computer funktioniert oder ein Handy, dass du damit telefonieren kannst. Mir ist wichtig, dass du zuerst einmal weißt, wer du bist. Wer bist du? Und immer dran denken, du wirst dann immer mehr erkennen, dass das, was du bist, das heißt, das, was mir jetzt zuhört, wer oder was hört mir jetzt zu? Hören mir Ohr zu? Das ist was Ausgedachtes. Ein Gehirn? Wo war jetzt die ganze Zeit das Gehirn, das du zu sein glaubst? Ein nicht gedachter Gedanke. Das Verrückte ist, erst wenn du dieses Nichts bist, dieser Geist, dass dir das bewusst wird, vor was solltest du dann eigentlich noch Angst haben? Ist nicht all das Angst, die Qual, entsteht die nicht, weil du eine panische Angst hast, das zu verlieren, was du zu sein glaubst? Inge, wo ist der junge Fächer hingekommen, den es vor 30 Jahren gegeben hat? Der junge Fächer, die junge Inge, die Kleine. Weg. Die ist jetzt da, weil du dran denkst. Aber du merkst, die ist ein Gedanke wie alles andere auch.
Und das, was dann da sitzt und grübelt, verändert sich nicht. Du bist im Meer dasselbe Ich, rot geschrieben, aber ausgedachterweise nur immer das gleiche Ich. Die Betonung liegt auf einer geistigen Leiche. Wir können auch das Gall, heißt eine Welle im Hebräischen, ein Wellen-Ich, einfach nur eine Gedankenwelle. Das wird lückenlos und das ist halt das Spiel. Jeder, der jetzt die Vatersprache in Ansätzen beherrscht, für den ist es ein ganz klares, deutliches Deutsch, das ich spreche. Jeder, der davon nichts gehört hat, der hat den Eindruck, ich rede zwar Deutsch, aber der versteht, wie man so schön sagt, bloß Bahnhof. So, und jetzt pass auf, da will ich mich gar nicht so weit aufhalten. Das sind jetzt Ich, erkläre es diesen Ich. Zu dem sage ich, du bist ich und ich bin du. Da das aber in dem Bereich ist, wo das eh schon eins ist, muss ich einen Trick anwenden, weil man kann immer, immer nur von oben nach unten sehen, aber nie von unten nach oben. Das ist dieses Beispiel nämlich mit Kindern. Und da bringe ich ganz kurz, ich habe so oft gesagt, die Verschiebung, wir haben Wachstumsstufen, 3x3x3. Das sind diese 27 Zeichen. Und die können wir also, wie gesagt, in drei Stufen einteilen. Ich sage jetzt mal, in einem menschlichen Leben, habe ich so oft genau erklärt, wir sagen einfach von der Zeugung des Eis, von der Befruchtung des Eis, bis zu dem Punkt, wo du in die Schule kommst. Das ist eine Stufe, die ein Drittel eines Drittels darstellt. Ich mag es einfacher. Wir machen von deiner Zeugung bis zu der Pubertät. Wirst du jetzt gleich mitkriegen. Das ist die erste Stufe. In der Pubertät passiert was ganz Elementares. Du kommst in diese Erwachsenenphase. Von der Pubertät bis zu den Wechseljahren ist der nächste Sprung dann in das Altertum. Das heißt, vorher kannst du keine Kinder zeugen, dann kannst du Kinder zeugen, das ist die erste Schöpfungsfähigkeit und dann kannst du es wieder nicht mehr. Wir sagen jetzt mal, das ist These, Antithese, Synthese. Alles, was du in der ersten Wachstumsstufe erlebst, was für dich wichtig ist, ist in der zweiten Wachstumsstufe nichtig. Mein Zungenkussbeispiel, eins dieser 1000 Beispiele. Sagt so einem 9-jährigen Mädchen, stell dir vor, Junge, steck dir die Zunge im Mund oder umgekehrt. Und plötzlich, wenn du über die Pubertät hinausgehst, dann kannst du an nichts mehr anders denken. Stimmt oder stimmt? Und alles, was vorher wichtig war, die Bube, das Spielzeug, wird vollkommen nichtig und alles, was vorher für dich vollkommen unwichtig war, wird danach das einzig Wichtige. Und jetzt haben wir hier nochmal, wenn wir nach unten stufen, ich kann immer von oben nach unten sehen. Das heißt, wenn der 6-Jährige ein Brüderchen kriegt oder ein Schwesterchen und die Kleine macht in die Windeln, da kann der 6-Jährige ganz toll sagen, die ist ja so doof, die macht ja noch in die Windeln. Weil er von oben nach unten sehen kann, er wird aber feststellen, dass wenn sein großer Bruder mit 18 oder mit 16 kommt und hier anfängt, hier websig zu werden und Weiber hinterher zu steigen, das kann er nicht nachvollziehen, der 6-Jährige. Höchstens spielerisch. Und genauso ist es jetzt hier in diesem geistigen Bereich, in diesem Ich-Ich. Das Ich kann das JCH nicht sehen. Das Ich träumt sich als ein blaues Ich, als ein Mensch. Und da muss man jetzt wissen, in der Tabelle steht hier schon drunter, der Mensch symbolisiert das blaue Ich, das Programm. Und das kleine Ich, was jetzt auf der Seite der Körper ist, ist die Maske. Das haben wir in einem Videobeamer. Alles, was hier ist, er träumt, er ist diese Figur. Du träumst jetzt, du bist der, der du zu sein glaubst. Das heißt, du machst dich zu einer Figur in deinem Traum. Und ich... Geht's, lass dich den Udo in denselben Traum reinträumen. Als träumender Geist kannst du dir ja nicht raussuchen, was du träumst. Und alles, was ich jetzt dir erzähle, erzähle ich eigentlich den Geist, der sich uns jetzt ausdenkt. Klingt sehr kompliziert, wenn man es oft genug hört, ist es super. Das ist jetzt eine Vereinfachung von einer Vereinfachung von einer Vereinfachung. Und das wird eigentlich, das wird in allen heiligen Schriften, das hast du mal beschrieben, am genauesten. Entweder in der Tora oder in den Upanishaden, vorausgesetzt, man kann dies in Zahlen umsetzen und merkt, dass diese Schrift eigentlich, ich erzähle dir jetzt etwas, ein Computerprogramm ist. Ich rede hier von etwas, was deine Menschheit überhaupt nicht kennt, die du dir ausdenkst. Und weißt du wieso? Deine Menschheit kann bloß das wissen, was du denen zusprichst. Es sind Figuren in deinem Traum. Und jetzt gibt es Stufungen. Stefan, sag mal so nett, komm mal kurz hoch. Das haben wir schon mal gehabt.
Schau, ihr denkt einfach einmal mit. Wenn der Stefan jetzt die Hände vor sich hinhält, das hat man schon, ich habe einfach Blindfeld-Anschauung, wo ich sage, deine Hände, ich will jetzt auf was ganz was anderes raus. Wenn der Stefan jetzt sich jetzt seine Hände ausdenkt, solange er glaubt, er ist der Stefan, sagt er, das sind meine Hände. Und jetzt pass auf, eine ganz einfache Frage. Meinst du, dass ich das Bedürfnis, oder ich drücke es anders aus, hast du das Bedürfnis, diesen Händen, mach mal die Faust auf, gut, hast du das Bedürfnis, diesen Händen zu erklären, dass du sie jetzt auf und zu gemacht hast? Da kommst du gar nicht drauf, weil das ist eine total blöde Sache, die machen sowieso das, was du willst, stimmt? Ich schwöre euch, ich habe nicht den geringsten Bedürfnis, dem hier, den ich mir ausdenke, das ist auch ein Teil von mir, zu erklären, dass ich ihn jetzt seine Hände auf und zu machen lassen habe. So wie du jetzt deine Hände auf und zu machst und dir keinen Gedanken darüber machst, denen das erklären zu wollen, dass du das bist, habe ich nicht das Bedürfnis, den Stefan das zu erklären, dass der das ja nur seinen Händen machen lassen hat, weil ich ihm das jetzt gesagt habe. Ich wiederum, jetzt geht schon los, wer hat mir das jetzt einfallen lassen, der, der mich ausdenkt? Wer denkt mich jetzt aus? Das ist eine Hierarchie. Danke, Stefan. Das alles, man muss mit sich selber spielen. Und jetzt ist es halt einmal so, dass die Gedanken von dir, die du wahrnehmen kannst, das sind immer Informationen. Wir haben gesagt, das muss in deinem Kopf sein. Das ist dieser rote Kopf. Bibel beginnt mit Berosche, mitten dieses Hauptes, mit dieses Kopfes, auch korrekt mit dem Anfang übersetzt. Aber auch wenn ich sage, mitten dieses Kopfes wird etwas ausgedacht, hingebaut, aufgebaut, hingestellt. Das ist dieser rote Kopf, der im Anfang von allem ist. Das ist dein Kopf oder unser Kopf, das ist das Rote. Wenn ich jetzt Darstellungen habe, ist natürlich ganz interessant, was sich hier extrem reingrätscht. Das ist dein Werte- und Interpretationsprogramm, dein blaues Ich. Und jetzt bitte zuhören, ich habe es in den letzten paar Skype-Gesprächen schon immer wieder wiederholt, das ist wichtig. Lass das auf dich wirken. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, denk bitte jetzt an Mickey Maus. Man kann die Augen zumachen, auflassen, ist interessant, dass je nach Programm, was du hast, denkst du zuerst einmal nur das Wort Mickey Maus. Ich meine aber, stell dir die bildlich vor. Und dann werden da zwei so Ohren auftauchen, vielleicht zur Spitze, eine kleine Maus halt, wie die Mickey Maus halt aussieht. Wisch und weg. Dir ist vollkommen klar, dass diese Vorstellung der Mickey Maus nur deshalb ist, weil du sie jetzt denkst. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Ich sage, denk bitte an ein Maßmännchen. Jetzt ist nur, du wirst feststellen, du denkst einfach nur an das Wort Maßmännchen, weil man da nicht so mitmacht. Ich sage, nee, jetzt mach einmal so, du wärst jetzt ein Schriftsteller, du schreibst irgendeinen Science-Fiction-Roman und du musst jetzt das bildlich irgendwie für Comiczeichnung, musst du ein Maßmännchen entwerfen. Denk an ein Maßmännchen und jetzt fangen wir einfach an. Und interessant ist, worum es mir geht, solltest du dir Gedanken machen darüber, wirst du feststellen, dass das Maßmännchen, das du denkst, dass du dir hundertprozentig sicher bist, dass du weißt, dass dieses Maßmännchen von dir erschaffen wird und dass es nur deshalb existiert, weil du es denkst. Und dass das genauso aussieht, wie du dir das jetzt ausdenkst. Ich kann mir jetzt ein grünes Maßmännchen ausdenken, meine Marilyn Monroe, in Udo seine Marilyn Monroe aus Fiegenstall, die kleine blondhaarige mit einem Minirock. Marilyn Monroe, ist klar, wenn ich jetzt sage, das ist Schneewittchen. Nein, Schneewittchen sieht ganz anders aus. Ich sage, wer bestimmt ist, dass das Schneewittchen, wo ich mir ausdenke, kann ich mir so formen, wie ich will. Muss ich mich an die Regeln halten? Muss ich wie jeder Idiot, wenn ich mir Jeans kaufe, dreimal so viel zahlen, dass die total kaputt ist? Meinst du, dass das eure Meinung ist? Ihr Zombies? Wichtig! Ich predige keine Feindbilder. Ich nenne das, das sind meine Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Wie viel Scheiß muss ich dir im Traum eigentlich noch machen lassen, bis einmal in dir was wach wird und sagt, was mache ich eigentlich für Scheiße? Ist schön, es ist immer schön. Warum? Weil du so programmiert bist. Das hast du dir nicht einmal rausgesucht. All den ganzen Blödsinn, wo wir gerade gehabt haben mit Esoterik, jeder ist in einem gewissen Kreis. Und nochmal, ich nehme alle Schuld auf mich. Wenn du ich bist, dann bist du das rote Wir. Wir verfügen über das Bewusstsein. Dass wir nicht so niemanden, den wir uns ausdenken, vorwerfen, dass er so ist, wie er ist. Okay, wir kommen zurück zu den grünen Maßmännchen. Das grüne Maßmännchen, das es in deinem Kopf ist, in dem roten, natürlich auch jetzt in dem ausgedachten, in meinem Gehirn.
den kannst du jetzt was anziehen und ich sage, jetzt müsst ihr genau aufpassen. Setz bitte deinem grünen Maßmännchen eine Zipfelmütze auf. Welche Farbe hat die Zipfelmütze? Und du wirst jetzt feststellen, hast du dir die Farbe, die die Zipfelmütze hat, rausgesucht oder ist die einfach aufgetaucht? Es taucht einfach auf. Ein Großteil der Vorträge, der Holofeeling-Vorträge der ersten, wenn du jetzt hier und jetzt zurückblätterst in das Jahr 2000, 2001, 2004, ist das Hauptthema gewesen, dir Geist vor Augen zu führen, dass du als Trockennasenaffe überhaupt keine Freiheit hast. Mein Speisekartenbeispiel. Wie gesagt, es sind tausende von Beispielen, ungefähr 100 sollten wir schlafwandlerisch drauf haben. Der Wahn zu glauben, dass du bestimmst, was du kaufst, dass du bestimmst, wenn du zum Essen gehst, was du dir zum Essen bestellst. Ich erzähle jetzt das nicht nochmal. Es ist eine so einfache Erklärung, wie wenn ich sage, du hast noch niemals deine Küche gesehen. Wenn du das, diese Gedankengänge mitgehst, was du sagst, der hat eigentlich recht. Es ist übrigens für mich ein einfaches Recht zu haben, nicht weil ich rechthaberisch bin, sondern dass ich mir vor langer, langer für dich jetzt ausgedachter Zeit schon angewöhnt habe, nur noch in meinem Geist mit Sachen zu arbeiten, die hier und jetzt da sind, die ich überprüfen kann, die wirkliche Fakten sind. Es gibt keine historischen Fakten. Ich habe so oft gesagt, dieses Wort historische Fakten ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selber, weil das Wort historisch bezieht sich auf einen Gedanken, den ich mir jetzt denke, den ich mir jetzt in die Vergangenheit denke. Das Faktum, die hier und jetzt überprüfbare Tatsache ist, dass ich das jetzt denke. Das ist das Faktum und nicht, dass das, was ich jetzt denke, in der Vergangenheit passiert ist. Lass das auf dich wirken. Jesus wurde gekreuzigt. So, es stimmt, wenn du mit dem Neuen Testament gekreuzigt wurdest, programmiert wurdest, Entschuldigung. Das war ein freudscher Versprecher. Nein, Jesus hat es zwar gegeben, der höchste Heilige, aber der ist abgehauen. Dann hat man dir den Koran einprogrammiert. Und jetzt können wir das stundenlang so fortführen. Und jetzt kommt das Verrückte, dass ich euch sage, ganz all diese heiligen Schriften, da steht das Richtige drin. Wie war das nochmal? Es gibt nichts, absolut nichts, was in dir auftauchen könnte, was lügt. Das Fetzen Papier ist einfach nur da, das Buch, die Farbe mit den Spritzern drauf. Ich sage euch jetzt, wo die Lüge beginnt. Die Lüge beginnt in dem Moment, wo du, der du glaubst, außen zu leben, Sachen siehst, die du überhaupt nicht siehst. Das haben wir so oft gehabt. Was ist eine Illusion, was ist eine Halluzination? Physik im Nullpunkt Gottes. Schauen wir ins große klinische Wörterbuch für Psychiatrie in Deutschland. Das ist übrigens ziemlich 1:1 der Wikipedia-Eintrag. Bei einer Illusion, Halluzination, Illusion, handelt es sich, wenn in einem statischen Raster plötzlich Gesichter und Dinge sichtbar werden, die jetzt überhaupt nicht da sind. Was ist, wenn du auf eine Zeitung schaust? Das ist ein statisches, unbewegtes Raster von Farbspritzern. Jedes Bild, das du siehst, wir kommen dann übrigens zu Fakes, zu Fake News, zu alternativen Fakten. Selbstverständlich gibt es alternative Fakten. Ich behaupte, ich habe ein graues Hemd an. Jetzt kannst du sagen, nein, ich behaupte, ich habe ein rotes Hemd an. Wir sind dasselbe Ich. Das ist immer so mit dem Trump, diese schöne Sache mit den alternativen Fakten. Dieses statische Raster, ein Bild, es gibt kein falsches Bild, es gibt kein gefaktes Bild. Schon der Schwachsinn, zu sagen, das ist ein falsches Bild. Ein Bild ist ein Bild. Ein Bild ist ein Fetzen, entweder, ich definiere ein Bild korrekt. Es ist ein Fetzen Papier, wo Farbspritzer drauf sind, wir nennen das auch Pixel, in einer gewissen Anordnung und diese Unterschiede erzeugen dir eine Illusion. Das ist ein Bild. Das falsche Bild ist genauso ein Bild, so wie ich Bild definiere. Der Glaube, dass das Bild, das jetzt in dir auftaucht, du träumst, in der Vergangenheit von irgendjemandem da außen fotografiert wurde, dir fliegt schon wieder das zweite Gebot um die Ohren. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Dass das dann einer am Computer manipuliert hätte, das sind alles deine Gedanken. Jetzt sind wir bei der Lüge. Die Lüge ist nicht das, was in dir auftaucht, sondern das, was du interpretierst. Eine extrem subjektive Interpretation, wo du komplett vergessen hast, was jetzt hier ist. Wir können ein Bild auch definieren, eine Anordnung von kleinen Lämpchen, was wir entweder Monitor nennen oder hier eine Projektion nennen,
auch wieder die Pixel in einer gewissen Anordnung, die sich übrigens auch nicht, das Bild selber kann statisch sein, es kann die Illusion einer Bewegung erzeugen, so ungefähr wie wenn du das jetzt siehst, mein Finger bewegt sich von rechts nach links und jetzt sage ich bloß, jetzt stell dir vor, und das ist jetzt nicht deine Sache, das ist die Wirklichkeit, du hättest jetzt eine VR-Brille auf in HD-Auflösung. Dann hast du hier zwei kleine Monitore mit Lämpchen, die sich nicht bewegen. Da kommen wir noch dazu mit dem 23.09, wo wir uns einmal die Gestirn, den Himmel anschauen. Wie gesagt, ich habe mir vor langer Zeit angewöhnt, nur von absoluten Fakten zu reden. Ein Nachrichtensprecher, der kann überhaupt nicht lügen, weil da kein Nachrichtensprecher da ist. Du glotzt auf eine flache Scheibe mit flackernden Lämpchen. Und das, was du hörst, haben wir doch gerade schon gehabt. Jetzt in dem Moment vielleicht, wenn du das Video anschaust. Das ist eine kleine Membran, die du dir ausdenkst, die du übrigens auch nicht siehst, die ganz schnell hin und her schwingt. Da kommen wir dann vielleicht noch zum Kammerton A. Dass du mal merkst, wenn ich sage, in jedem eurer Bücher, in jedem Ding sind so viele Fehler drin, aber der Witz ist, dann stimmt es dann doch wieder irgendwie. Das Problem ist nicht das, was da ist, sondern das, was ihr draus macht. Ihr könnt euch jetzt ein Udo ausdenken. Ein Udo ist ein Geschöpf. Es ist ein Gedanke von euch. Da kann ich tausendmal sagen, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. Das ist nicht besser und nicht schlechter wie irgendein anderer Gedanke, es ist einfach nur. Optische Täuschungen sind doch keine Lüge. Wir denken uns zwei Menschen aus, die werden mit einer Erscheinung konfrontiert. Der eine sagt, das ist eine Vase und der andere sagt, das sind zwei Gesichter. Ich sage nicht, das ist ein Fetzen Papier mit Farbe drauf. Oder ein Monitor, ihr kennt das Bild. Stimmt oder stimmt? Ich sehe weder eine Vase noch zwei Gesichter. Das Ding hier. Also hatte ich jetzt die Täuschung, die optische Täuschung getäuscht oder hatte ich dein eigenes Interpretationssystem getäuscht? Das Problem ist dein Interpretationssystem. Ich kann es mal kurz einfach nur Glaube nennen. Und jetzt wird es natürlich interessant, dass der Glaube, wenn ich wieder meine Vatersprache ansetze, ich mag es nur kurz immer dran denken, jedes Wort, mein Michael, wenn bei mir ist, wenn wir dann hier wenn weiter in die Tiefe erklären, der sagt dann immer, Udo, du musst wirklich einmal länger fortgehen, du sprichst das immer bloß an. So, ja, wenn ich jetzt ein Wort erkläre, dann kann man eine Woche machen für das Wort Glück oder für das Wort Gleich, vor allem für das Wort Glaube. Interessant an dem Wort Glaube ist das Wort AUB. Diese Radix ist ganz interessant. Das A, und ihr wisst, wenn man hier das klassische, ihr wisst, sage ich jetzt, ihr meine ich die Geistesfunker, die sich mehr damit beschäftigt haben schon. Da haben wir die kleine Tabelle, das ist das Einzige, was man, na was soll ich, muss noch draufdrücken. Diese kleine Tabelle und sag immer, du musst, solltest, einfach nur, was du wissen musst, sind diese 22 Zeichen, das sind die 22 Zeichen in der roten und in der blauen Bedeutung. Da kannst du eigentlich schon eine physikalische Formel lesen, besser wie jeder Physikprofessor. Ich zeige dir quantenmechanische Formel, du setzt dieses System ein. Wir können dann übrigens auch mit den Zahlenwerten rechnen, das werde ich euch noch demonstrieren. Alle physikalischen Formeln, Physik im Null, um Gottes, ich spreche nur Sachen an. Dann wirst du konfrontiert mit einer Welt rein im Wunder, dass du sagst, so viel Zufälle kann es überhaupt nicht geben. Es ist sehr wohl bedacht und durchkalkuliert, und zwar über einen für dich unvorstellbaren Zeitraum. Frag mich nicht, wie lange ich dazu gebraucht habe. Der Glaube haben wir hier, schau doch mal ganz her, das ist das A. Da haben wir A, rot geschrieben ist der geistige Schöpfer, der rote Bereich, und zwangsläufig das gespiegelte Minus, das abgetrennte, ist die Schöpfung oder unbewusst schöpferisch sein. Das wäre natürlich dann bewusst schöpferisch sein. Dann die 6. Das ist immer 6, hast du ja schon die 6. Die 6 beginnt eigentlich im 6. Vers mit der Rakia und er teilt das Meer, die Rakia, in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Das ist das, was ich ja so mache. Das ist rein eine Symbolsprache, die dann zu rein zu arithmetischen Formeln wird. Und dieses 6 ist ein Verbinden, wenn sich Mann plus und minus Mann und Frau verbinden, das nennt man auch 6. Aber es ist auch hier dieses Aufspannen, das Trennen. Immer gleichzeitig. Und das B ist immer, wenn komisch, weil wenn das am Anfang eines Wortes steht, heißt es immer in, inmitten. Das heißt praktisch, ist innen ist verbunden. Und als Suffix, was übrigens hier das F ja auch des P ist, denk an PH, das Suffix ist außen, ist außerhalb. Bola.
Wenn wir jetzt das hier lesen, nur blau lesen, dann heißt dieses AOB die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Und jetzt schaut mal, das heißt die Beschwörungskunst. Auch der Totengeist, die Zauberei, AOB, die Geburt der Schöpfung einer aufgespannten Polarität wird erweckt, weil R heißt erweckt. Erwecken, erwachen. Das Erwecken, haben wir wieder das R, und zwar die erweckten Ecken, doppelt aufgespannten Ecken. Und das, was ich ja so mache, ist dann in Wirklichkeit ein Eckspiegel. Und aus dem kann man wundervolle Sachen machen, wenn du dir das dann vorstellst geometrisch. Das war dann Geometrie, alles fällt zusammen. Und das Verrückte an Holofeeling ist, dass Holofeeling in keinster Weise im Widerspruch steht zu irgendeinem Glauben. Ich zeige dir das, was ich dir erzähle im Koran, ich zeige es dir in Physikbüchern, ich zeige es dir in Chemiebüchern. Du musst bloß eine Sprache beherrschen, die allumfassend ist. Das ist meine Vatersprache. Und du, jetzt kommt das Verrückte, du kannst sie schon. Du musst bloß wach werden in die andere Welt. Du musst so wie du jetzt, wenn du einschläfst, löst sich die Welt auf und du bist in einer Traumwelt. Und wenn du wach wirst, kommst du wieder in diese Welt. Jetzt bist du in einer Traumwelt und wenn du wach wirst, kommst du in die nächste. Aber das, was wach wird, ist nicht das, was du zu sein glaubst. Das ist der, der mir jetzt zuhört. Ein Gedanke kann nicht wach werden. Es ist einfach nur eine Erscheinung, die da ist, wenn sie gedacht wird. Jetzt machen wir den nochmal schnell. So. So, jetzt pass auf, um das kurz zu machen. Die Ludolfsche Zahl. 3,14. Auf die könnte ich jetzt gleich einsteigen, aber ich will jetzt zuerst den einen Vers noch fertig machen. Also ich bin der ich bin. Das heißt, ich bin du. Zumindest das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast zu glauben, du bist der sterbliche Trockennasenaffe. Das ist aber nicht der Fall, solange du versuchst, mit aller Gewalt das Ding, das du zu sein glaubst, am Leben zu erhalten. Durch Trockennasenaffenverpflanzung, gebe ich zu, kann ziemlich viel Spaß machen, wenn man in dieser Reifestufe ist. Verlängerst du nicht mit der Verpflanzung deiner angeblichen Gene dein Leben, sondern letztendlich bloß dein eigenes Sterben. Leben ist was ganz was anderes. Ein Funktionieren, ein geistloses Funktionieren mit einem vorgegebenen Raster, das null Freiheit beinhaltet. Die Freiheit kriegst du erst, wenn du Holofeeling verstanden hast. Und es wird niemals ein Gedanke von dir verstehen können. Und jetzt kommt die frohe Botschaft, du musst nichts tun dazu. Holofeeling, ich habe keine Bedingungen. Was musstest du tun, dass du so alt geworden bist, wie du jetzt bist? Ist das nicht passiert? Wir denken uns jetzt einfach mal ganz bewusst aus, ein Weibchen, Säugetierweibchen, das trägt in sich ein Ei, das wird befruchtet und jetzt wächst hier in dieser Matrix in der Gebärmutter dieses Wesen heran. Kann sich dieses Wesen heraussuchen, in welcher Matrix? In der Gebärmutter einer Kuh? In der Gebärmutter eines Hundes, einer Katze? Eines Gorillas, eines Trockennasenaffen? Du kannst dir gar nichts raussuchen. Du kannst dir dann nicht raussuchen, was für Haarfarbe du kriegst, was für Augenfarbe du kriegst, ob du Fleisch isst oder kein Fleisch isst, nicht Holger. Habe ich zum Holger noch gesagt, früher habe ich immer wieder gesagt, warum frisst ein Löwe kein Gras, sondern kleine, liebe, unschuldige Gazellen? Weil es ein Löwe ist. Gott hat einen Löwen erschaffen, Gott hat einen Holger erschaffen, Gott hat einen Bezi erschaffen. Na gut, da was ich... Dem werde ich nachbessern müssen. Das ist doch jetzt nicht schlimm, Leute. Ich schenke dir eine wunderschöne Botschaft, dass es passiert. Ich habe keine Bedingungen. Wachsen tust du von alleine. Liebe, die Liebe, die ich unter Liebe verstehe, da seid ihr so unendlich weit weg in eurer Rechthaberei aufgrund eures Programms, das ihr euch nicht raussuchen konntet. Nochmal die Gutmenschen. Ich habe gerade ganz angefangen, hier jetzt in euren aktuellen Ablauf mit den Ausländern. Mein erstes Gebot ist die Feindesliebe. Das schauen wir uns auch noch an. Liebe deine Feinde. Und ich sage dir immer wieder, die eine Seite, das Problem ist, sobald einer was verbessern will, fällt es auf der anderen Seite. Es gilt für physikalische Verbesserungen. Ich könnte jetzt als alter Udo in Weißenburg mit Lautsprecherentwicklung sagen, dass da so viel dir gepredigt wird, was besser dran ist und du handelst dir immer was ganz was Negatives ein. Und umso mehr du glaubst, dass es besser ist, gehört, ob du willst oder nicht, das entzieht sich deiner einseitigen Wahrnehmung des Negative. Machen wir mal so ein Ideal. Ich sage definitiv, jeder Geist, der als Figur in seinen Traum ein einseitiges Ziel anstrebt, jeder, ich will gesund sein.
Ich will reich sein. Und so weiter und so weiter. Frieden entheiligt sich selbst. Es gibt keinen Frieden ohne Griech. Es gibt keinen Berg ohne Tal. Es gibt keinen Krank ohne Gesund. Was ist diese These von Krank und Gesund? Heilig. Wie hast du dich jetzt die ganze Zeit gefühlt körperlich? Gesund oder krank? Keins von beiden. Weil wenn das eine nicht da ist, ist das andere auch nicht da. Das ist die erste Sache. Denke mal, ich sage jetzt Ziffern plus 5, minus 5. Es gibt einen Zustand, das ist der bewusste Beobachter, dass du weißt, dass beides da ist. Das ist ja dann auch nichts, obwohl plus 5, minus 5 ist 0. Aber dass dir bewusst wird, ich sehe jetzt plus 1. Das ist mein Beispiel, jetzt ist es hell. Der Naturwissenschaftler wird sagen, wenn es hell ist, kann es nicht finster sein. Jetzt bringe ich mein altes Beispiel. Wir denken uns hier von der Decke, hängt eine Kugel runter, denkt einfach mit vor dich hin. Da hängt eine Kugel runter an einen Faden, die strahlen wir mit einem Scheinwerfer an. Da ist eine Seite hell und eine Seite dunkel, stimmt? Jetzt drehen wir diese Kugel um die Fadenachse. Es bleibt eine Seite hell und eine Seite dunkel. Die Seite, die der Scheinwerfer anstrahlt, ist hell und die andere Seite ist dunkel. Stimmt oder stimmt? Wir können auch die Kugel um die Lampe rumdrehen in der Mitte. Bleibt immer die Seite nach innen hell und die andere Seite bleibt dunkel. Das heißt, zu glauben, dass in einer chronologischen Nachfolge von Zeit, die du dir ausdenkst, so wie du sagst, jetzt kommt der Wellenberg und dann kommt das Wellental, das gibt es nicht, weil es keine Zeit ist. Es gibt auch keine Vergangenheit und keine Zukunft. Die Schwierigkeit ist, sobald du dir sagst, da wurde was geboren, steht auf der anderen Seite automatisch, ich sage mal, kommen und gehen. Es ist bloß das Problem, dass was in der Vergangenheit kommt, wird ja dann irgendwann nochmal gehen müssen. Jetzt denken wir uns 200 Gramm rote Gnede. Ich verändere die Form der Gnede. Das ist deine Information, du bist die Gnede. In dem Moment, wo ich die Form verändere, sobald ich der Gnede eine neue Form gebe, wird die bestehende Form zerstört. Das hat mit Vergangenheit und Zukunft überhaupt nichts zu tun. Habe ich nicht gesagt, jeder 13-Jährige kann dem ersten folgen? Das Problem ist, dass du immer mehr merkst, dass alles, was dir der Erste erzählt, dir immer mehr bewusst werden lässt, was für unendliche Schwätzer die Zweiten sind. Die permanent Sachen behaupten, die eigentlich überhaupt nicht stimmen können, vorausgesetzt, man denkt nicht permanent diese Logik eines anderen nach. Alle Naturwissenschaftler, alle Theologen labern doch bloß den Scheiß jetzt raumzeitlich, den man ihnen in der Schule eingehämmert hat. Habt ihr schon mal selber überlegt, selber euch Gedanken gemacht, ob das überhaupt stimmen kann? Selbstverständlich stimmt das, weil es dir logisch erscheint. Bloß die Schwierigkeit ist, ich habe gesagt, 99,9% der naturwissenschaftlich 100%ig bewiesenen Fakten. Wir können uns jetzt Teilchenbeschleuniger ausdenken. Da gehen wir auch noch drauf, wenn wir Zeit haben. Ich habe das im Fliegenstall schon gezeigt. Die sehen laufend Sachen, die sie überhaupt nicht sehen. Es hat noch nie einen Lichtstrahl gesehen. Hör, das ist wie, du hast noch nie deine Küche gesehen. Ich kann nicht jede dieser Kleinigkeiten, die ich schon hunderte, tausende Male die letzten hier und jetzt ausgedachten 20 Jahren in Selbstgesprächen, in Schriften erwähnt habe, immer wieder neu erwähnen. Da sage ich jetzt, wenn du es wissen willst, mach dir die Arbeit und schau dir das an. Und zwar vorurteilsfrei, ohne, wie war das am Anfang, ohne dieses unmöglich und ohne dieses, das ist hundertprozentig sicher, ohne dass du die Sachen, die für dich logisch sind, in Frage stellst. Du musst genau das, was für dich zurzeit logisch ist, in Frage stellen und alles, was du sagst, das ist unmöglich, musst du nach den Tricks suchen, wie es dann doch geht. Ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Und du wirst merken, beides, das Unmögliche und das hundertprozentig sicher, ist beides extrem leicht zu zerstören. Was du nicht zerstören kannst, das sind Fakten. Fakten sind hier und jetzt überprüfbare Tatsachen. Das heißt, wenn ich jetzt die Lampe anschaue, ist eine Seite hell und eine Seite finster, ob die Lampe sich um die Fadenachse dreht oder nicht. Es ist übrigens auf die Kugel, wenn wir die Erde nennen. Übrigens das Wort Er, haben wir gesagt, Er ist erweckt. Und die E 470 heißt auf Hebräisch Wissen, Meinung, erwecktes Wissen. Dieses ganze heliozentrische Weltbild ist ein Bruch des zweiten Gebotes. Ich mache Naturwissenschaft mit euch. Ihr werdet es merken, wir brauchen ein vollkommen neues Betriebssystem. Und das Betriebssystem ist schlichtweg und einfach eine Computersimulation. Da habe ich euch diesbezüglich schon so viel mehr eingespielt. Alle, die von der Matrix reden, ganz, ganz krass, wenn sie streiten, die Erde ist ja gar keine Kugel, ist ja doch eine Scheibe. Ich sage, das ist doch so scheißegal, ob du dir eine Scheibe oder eine Kugel oder einen Scheißhaufen ausdenkst. Es ist ein Gedanke von dir. Stimmt oder stimmt? Ja.
Jetzt pass auf, jetzt kann ich auf die Kugel, die ich mir ausdenke, muss mir klar sein, dass seltsamerweise nicht nur hell und dunkel gleichzeitig ist, sondern es ist auch Wüstenhitze und arktische Kälte gleichzeitig und da regnet es. Und in dem Moment, wo es da regnet, das ist mein Tassenbeispiel, in dem Moment, wo ich sage, der Henkel ist rechts, sagst du, der Henkel ist links. Und sie sagt, der Henkel ist in der Mitte und da sitzt einer, der sagt, was seid ihr für Spinner? Das Ding hat doch überhaupt keinen Henkel, seid ihr denn wahnsinnig? Ihr fantasiert ja, ihr seht ja aufgestiegene Meister. Ich sage, der das sieht, sieht es und der es nicht sieht, sieht es nicht. Es sind Perspektiven, es sind Facetten. Es ist eine Eigenart, dass jetzt Naturwissenschaft, Religion, Philosophie, alles in ein vollkommen neues Denksystem fließt. Das Problem besteht darin, bleiben wir nochmal bei der Kugel, dass du begreifen musst, die Theorie der logischen Typen, es steht ja in den Büchern alles schon drin. Theorie der logischen Typen besagt, dass hier, ich mag es einfacher, an was denkst du, wenn du bei dem Wort Menschheit? Ich sag's dir, dein Programm, ganz grob eine Vorstellung, 7 Milliarden Trockennasen auf eine Kugel, die sich um die Sonne rumdreht. Der, der sich das ausdenkt, ist was anderes. Sobald du, der du dir jetzt dieses System ausdenkst, du kannst dir 1000 andere Systeme auch noch ausdenken, das sind die verschiedenen Weltbilder, die man angeblich einmal geglaubt hat, hast du übrigens auch auswendig gelernt, wenn du das weißt. Ich kann dir jetzt einen ganzen Haufen Möglichkeiten sagen, in alten Büchern, wie irgendwelche Kugeln um irgendwelche Kugeln da außen rumdrehen und das sind dann alles christliche Menschen. Vom zweiten Gebot haben sie nichts verstanden, weil das ja religiöses Geschwätz ist. Ich habe im Fiegenstall gezeigt, es gibt im Vatikan gibt sogar eine vatikanische Sternwarte. Interessant, ne? Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben am Himmel. Das sind elendige Heuchler. Das sind alles. Und nochmal, es sind festgelegte Charaktere in einem Roman. Was man noch wissen muss, sind die 4 Stufen der Vergessenheit. Dann wirst du nämlich begreifen, dass nicht zu niemand, den du dir ausdenkst. Tut's noch weh, Peter? Nur ich habe mal gezeigt, wie du jeden Schmerz überwinden kannst. Das ist die Kunst des Lachens, dass du hier sitzt, meine Donis, ich gehe jetzt nicht ins Detail, wir sitzen zusammen hier und jetzt gedacht, gestern Abend, und dann, wenn ich jetzt einen Materialisten habe und du hast dann Respekt, da habe ich in Doni richtig böse, ganz, ganz schlimme Zukunft prophezeit. Und zwei Frau, die Helene und er selber, die haben sich fast so lachend einmal zusammengebracht. Das ist immer wieder das Spiel. Ich erinnere an Almener, die alten Vorträge, die es kennen. In Almener, da waren so Hannelore, wie hat sie geheißen? Hildegard. Da hat es geheißen, der Menschensohn ist wieder da. Und da immer wieder, da fange ich dann den Vortrag an, wo ich sage, mich interessieren eigentlich jetzt hier maximal 5 Mann. Die sind übrigens jetzt immer noch da. Nach fast 20 Jahren, stimmt Sigmund? Die sind immer noch da. Und die anderen sind alle Lebensabschnittsgefährden, die ja kurze Zeit einmal aufgetaucht sind, des Merkens nicht würdig. Auf jeden Fall, ich sehe die Leute sitzen, ich sah in die Geschichte rein, die sind alle so gescheit gewesen, Erwartung, Arroganz. Und jetzt ist interessant, ich mache jetzt 2 Tage später am Schluss, die haben sich so Sachen angehört wie ihr, ziemlich dasselbe, jetzt nicht auf Physik bezogen. Und dann habe ich richtig, das erkläre ich jedes Mal, richtige, heftige Witze erzählt. Also unterste Stabtischschublade. Und die haben vor lauter Lachen fast keine Luft mehr gekriegt. Denen sind die Tränen runtergelaufen. Und dann schreie ich plötzlich, Stopp! Und jetzt kommt wieder das Selbsterkenntnis. Sag ich, wenn ich das, was ich jetzt die letzten 5 Minuten erzählt habe, wenn ich das die ersten 5 Minuten erzählt hätte, dann wären nahezu alle mit Entsetzen rausgelaufen und gesagt, was ist das für ein Mensch? Wer kann denn glauben, dass das der Messias ist? Was ist mit euch in 2 Tagen passiert, dass ihr plötzlich dieselben Worte hört und was ganz was anderes in euren Köpfen, eine unendliche Freude in euren Köpfen habt? Ich habe das Programm wenn ausgetauscht. Nicht, ich nenne das ja eine Gehirnwäsche. Das ist ja auch so Sachen. Ich sage immer wieder, die materialistische Logik, die du zurzeit hast, das Programm, auf dem du läufst, das du dir nicht raussuchen konntest, das ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Und der erste einfache Trick ist, du kannst alles um 180 Grad drehen. Das heißt, alles, was für dich jetzt gut ist, ist an und für sich schlecht. Henkel rechts, Henkel links. Jede Vorstellung von richtig setzt ein Gegenteil. Und diese Kehrseite des Verkehrs ist von dieser Kehrseite aus gesehen richtig und dann war plötzlich das, was jetzt die Richtung des Richtigen ist, verkehrt. Das ist so ein einfacher, wenn du das dir einnimmst, dass du eine feine Antenne gehst, wenn es dir schlecht geht,
dann musst du eins wissen, es ist niemals der Reizauslöser schuld, der ist einfach bloß. Dass du ein absolutes Arschloch bist, das nicht aufpasst, Robby. Jetzt, wenn das auf der Arbeit passiert, jetzt pass auf, da ist einfach so einer in deinem Raum und der schmeißt dir Geräusche entgegen. Das ist es. Dass du jetzt Angst hast, die hat mich beleidigt, all die sind Interpretationen. Das heißt, das Leid kommt nicht von dem, was ist, sondern von deinen Interpretationen. Oder was ich immer ein krasses Beispiel, dass wir hier lustig zusammensitzen. Es ist lehrreich, ihr passt auf, es ist eine schöne, heitere, gelassene Stimmung. Plötzlich klingelt dein Telefon, wir können auch sagen, von der Party, klingelt dein Telefon und dann komm nur, drückst drauf, ja bitte. Und dann hörst du nur ein paar Worte, so Polizei, ihr Tochter, ihr Mann, der Sohn hat einen tödlichen Unfall. Das sind jetzt nur Geräusche. Dann schau mal, was dein Ego aus diesen wenigen Geräuschen macht. Geht es jetzt dir schlecht, weil dein Sohn tot ist, weg ist? Wo war der die ganze Zeit, während du gelacht hast und nicht an ihn gedacht hast? So Sätze, was meint ihr, wie gut es den hungernden, nächeren Kindern in Afrika und den blutenden, giftgasgeschädigten Kindern in Syrien geht, wenn du nicht an sie denkst? Das funktioniert aber nur in dem Moment, wo du das zweite Gebot hältst. Selbstverständlich dürfen wir uns das jetzt ausdenken. Im Traum magst du das sowieso, aber bewusst. Die Fähigkeit, an den Gedanken, den du jetzt denkst, um dich herum in Raum und Zeit zu verstreuen, obwohl er immer nur hier sein kann, du bist immer der Mittelpunkt von allem. Der Mittelpunkt deines Schädels, du sagst, ich bin jetzt in Weißenburg, ich bin dort. Es wird jetzt physikalisch zu weit führen, das kann man schön in der Geometrie zeigen. Du bist immer hier. Du nennst es hier Weißenburg, du nennst es hier München, Chemnitz, Schweiz, egal was. Es ist hier und du gibst diesen hier einen Namen. Und es passiert jetzt und du gibst diesen jetzt irgendeiner Zeitangabe. Da kommen wir noch dazu, wenn wir das Planetarium anschauen, welcher 23.09. Das ist ein Konstruktprogramm. Da außen ist nichts. Jetzt kommt dann, das sieht ja alles so echt aus. Wie definierst du echt? Das ist das große Problem. Das bezweifelt ja keiner. Aber selbst mit der materialistischen Logik muss es in deinem Gehirn drin sein. Ich sage jetzt absichtlich mit der materialistischen Logik, sonst kannst du es nicht sehen. Und jeder Wissenschaftler würde sagen, im Gehirn gibt es keine Schallwellen und keine Lichtstrahlen und keine Farben. Das ist der höchste Stand. Ich bringe gerne mal so einen Olme von Menzinger mit. Das ist nur Gehirnforschung. Das hat mit Philosophie überhaupt nichts mehr zu tun. Diese ewigen Diskussionen. Du wirst merken, dass so widersprüchlich die Aussagen der Philosophen der Weltgeschichte sind, die alle recht haben, aber alle Schwätzer sind, weil sie meinen, ihre Seite ist richtig und alle, die zur selben Zeit widersprechen, haben nicht recht. Unsere Erdkugel, wie gesagt, du bist nicht das Trockennasenaffentierchen auf der Kugel, dann sagst du zum Beispiel, jetzt ist es hell und es wird wieder finster. Es ist jetzt hell und es ist jetzt finster. Oder es wird wieder hell. Das ist, weil du, der du dir das ausdenkst, vergessen hast, wer du bist, und dich verwechselst mit einem Gedanken von dir in einem Konstrukt, das du dir auch ausdenkst, das du zu durchschauen hast. In dem Satz war jetzt eigentlich alles drin, was wichtig ist. Jetzt gehe ich nochmal am Anfang und sage, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und das Interessante ist, ich rede nur von Fakten. Du musst nur die Gedankengänge mitgehen. Übrigens, wenn ich jetzt hier meine Kugel habe, wo eine Seite hell ist und eine dunkel, wenn ich die Lampe ausschalte, dann ist nicht hell weg, sondern hell und dunkel weg. Dann ist alles weg. Das ist nämlich die Trinität. These, Antithese, Synthese. Wenn die Lampe aus ist, ist nicht die helle Seite weg, sondern beides weg, weil dem Hintergrund, den müssen wir uns jetzt erst wieder denken. Den haben wir jetzt nicht benötigt, weil wir einen Unterschied gehabt haben. Hell, dunkel und die Lampe. Wenn ich jetzt mich selber zur Lampe mache und ich schaue diese Kugel an, dann sehe ich eine helle Kugel und die dunkle Seite, die ist nicht da, sondern drumherum, weil das Ganze nur zwei flach ist. Immer daran denken, es gibt keinen Raum. Ich sehe ihn doch. Jetzt müsste man einfach eine VR-Brille hinsetzen, setze eine VR-Brille auf und dann siehst du genau das. Und das, was ich jetzt sehe, wenn ich eine VR-Brille auf habe, ist was ganz was anderes, wie was du siehst. Weil deine Welt, die da außen scheint, ist nur in deinem Kopf. Wenn ich jetzt außerhalb, das muss man jetzt materialistisch sehen, da außen ist nichts. Wir haben in Ellingen, haben wir VR-Brille, hat der Jan dabei gehabt, die sind alle hin und weg, wenn man das an meinem eigenen Leib erlebt. Dann passiert was Irres,
dass wenn ich das aufhob, dann geht es dann 50 Meter runter und dann machen es die plötzlich so. Du siehst, was du... Oh! Und da steht jetzt einer auf dem ebenen Boden und sagst, ich bin blöd. Nee, er sieht was ganz was anderes. Da lacht er, du. Ich sagte, das sind welche, die reißen sich mit Panik die Brille vor Höhenangst. Und dann sage ich, du siehst, wenn du dich jetzt wieder selber beobachtest, was für eine Scheißangst du etwas hast, das du zu sein glaubst, was aber nur eine Illusion ist. Wie hartnäckig dieses Programm ist. So, das lassen wir jetzt einmal gut sein. Jetzt machen wir das weiter, dass ihr mal wieder was Neues hört, die das schon hunderte Male, tausende Male gehört haben. Dann sprach er, du sollst zu den Söhnen Israels sagen, ich bin, also ich, J-C-H-U-B, hat mich zu euch gesandt und U-B sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Mosche übrigens, das ist das hebräische Wort für Mosche, heißt zum einen aus dem Wasser ziehen, aber auch vom Lamm. Das ist der Lichtschöpfer und seine zwei Gestaltwirkungen in Wellenberg, Wellendal. Das ist dieses Lamm aus der Apokalypse. Apokalypse heißt der Enthüllung, immer dran denken, Enthüllung. Wirklich die Welt, der Weltuntergang. Enthüllung heißt, die Hülle wird aufgehoben. Das, was dich jetzt einhüllt, das reißen wir jetzt schlichtweg und einfach ab, dass du begreifst, es ist alles in dir drin. Wahrlich, ich UB, sage dir, Geistesfunken, jetzt, ehe Abraham, Isaac, Jakob und Jesus Christus da waren, bin ich UB schon ein Ich gewesen. Als Christus habe ich gesagt in dieser ausgedachten Geschichte, wahrlich, ich sage dir, ehe Abraham war ich. Und ich sage dir jetzt, als der Brösel UB, ehe ein Jesus war, war ich, weil den hat es nie gegeben, außer ich denke mir jetzt irgendwo hin. Und das sage ich, weil du dir das jetzt ausdenkst. Das ist die Hierarchie. Die muss eins klar sein. Du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, stehst in der Hierarchie des Geistes immer eine Stufe über dem, was du dir ausdenkst. Weil alles, was du dir ausdenkst, immer nur in dem Moment ist, wo du es denkst, das ist genauso, wie du es denkst. Das heißt, wenn du jetzt an ein grünes Maßmännchen denkst, dann ist dir klar, dass dieses grüne Maßmännchen nur deshalb in deinem Kopf existiert, weil du das aus dir herausgeschöpft hast. Du hast dir Geist, du bist Energie. Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt, ohne dass sich an der Energie was verändert. Das ist der Satz der Thermodynamik. Du Geist bist immer derselbe Geist, dieselbe Energie. Und von Gedankenaugenblick zu Gedankenaugenblick schöpfst du aus dir deine eigenen Formen, meine 200 Gramm rote Gnede. Und jetzt ist es natürlich ganz einfach so, dass diese Formen den Schöpfer, den wir uns ausdenken, in dem Moment ja auch schon wieder ein Geschöpf ist. Das ist eine Reihe, wo ich sage, in die andere Richtung. Dass du das immer wieder eins draufsetzen kannst, das wird erklärt. Und wer hat den ausgedacht? Da kommen wir dann zum Lesch irgendwann nochmal über was Schönes. Das ist kein Regress, weil die Schwierigkeit ist, du darfst es nicht zeitlich sehen, sondern hierarchisch. Was ist der Unterschied? Die ganze Naturwissenschaft und die ganze Religion arbeitet chronologisch. Ich enthülle in der Johannes-Offenbarung, stille stehen wird die Zeit. So übersetzt es Luther. Könnt ihr nachlesen. Und dann kommt an der anderen Stelle, darum nennen wir das auch Weltuntergang, und der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen. Ich mache da immer nur in Klammer jetzt rein, die du dir bisher ausgedacht hast. Diese Kugel oder die Scheibe oder was da, Hohlkugel gibt es ja welche. Hohlkugelköpfe nenne ich das dann. Ob du das eine nachquatscht oder das andere nachquatscht, spielt überhaupt keine Rolle. Das wird alles vergehen, weil der Mensch so macht alles vollkommen neu. Darum bin ich jetzt in dir auftaucht. Und jetzt ist es so, dass ich dich dazu nicht zwinge, sondern das ist einfach ein Angebot. Ich öffne dir die Tür durch das Ellinger Tor. Und es ist doch auch so, gibt es einen Jesus, wenn du ihn denkst? Ja. Gibt es ihn, wenn du ihn nicht denkst? Hundertprozentig sicher hat es den gegeben, sagt der eine, der andere sagt, nein, das ist eine Märchenfigur. Ich sage, ich bin du, ich habe gesagt, ehe Abraham war, war ich, das habe ich als Jesus gesagt, jetzt sage ich, ehe Jesus war, war ich und ich sage jetzt dir ganz genau, mich gibt es gar nicht, wenn du mich nicht denkst. Du hast die Arschlochkarte. Es ist so, der Peter wieder, wir hängen wieder an der Erstgeburt. Und das sind die ganzen Facetten, sind hier interessant. Jetzt kommt es. Bin ich, OB, schon Ain? Ain heißt auf Hebräisch nicht existierend.
Ein nicht existierendes Ich ist ein geistiges Wesen. Und Geist, wie gesagt, ist etwas, was nicht gedacht werden kann. Geist ist ewig. Und was ewig ist, kann nicht gedacht werden. Das Meer, das im Meer, das immer ist, das kann sich nicht selber zu einer Welle, zu einer vergänglichen Welle von sich selber machen. Das kann vergängliche Gedankenwellen aufschmeißen. Was aber nichts daran ändert, dass das Meer selbst, aus dem diese Gedankenwellen auftaugen, AUB, immer ist. Du bist doch immer. Außer du sagst, ich wurde in der Vergangenheit von meiner Mutter geboren und davor hat es mich nicht gegeben. Gag ist eben. Gehe ich jetzt nicht so weit drauf ein. Jetzt kommt, das ist mein Name. Jetzt Hashamein heißt Himmel. Interessant, pass auf. Dieses Hashem, der Name des Meeres. Shem heißt Meer. Diese zwei Buchstaben heißen Name, unter anderem. Das H als Vorsilbe heißt der Name. Und Yom ist es Meer, im geschrieben, das heißt der Name des Meeres. Jetzt muss man natürlich, wenn du ein Jude bist, ein wenig schmunzeln, weil die Juden, habt ihr vielleicht schon mitbekommen oder hast du mitbekommen, die sprechen ja den Namen nicht aus. Ich erinnere hier, egal ob mir jetzt das ganze Elayom oder Gott nennen, da machen es G, Beda macht es auch immer so mit den zwei Strichen, das G, so wie es halt geschrieben wird, G, zwei Strichen, die T, oder ganz einfach, Life of Brian. Er hat Jehova gesagt, steinigt ihn. Man darf den Namen Gottes nicht aussprechen. Was die sagen im Alltagsbetrieb, wenn sie es aussprechen, Hashem. Wenn du einen Film siehst, Hashem. Hashem hat gemacht. Jetzt spricht Hashem zu euch, der Name. Aber was ist der Name von dem, dessen Name man nicht ausspricht? El Hayom, UP. Rot geschrieben natürlich. Der Brösel UP hat damit nichts zu tun. Eine simple Erscheinung von mir selbst. Und ich bin du. Nochmal, mein Name ist Hashem Yom. UP 86 El Hayom. In Ewigkeit. Jetzt wird es interessant, das Wort Ewi müssen wir uns fast ein wenig etymologisch anschauen. Das Ewi, die Ewigkeit, kommt von Ehe. Da kommt auch das Gesetz, das ewige Gesetz, das Gesetz Gottes her. Das ist die Ehe, Ehebruch. Beruch heißt übrigens im Geist. Der Ehebruch im Geist. Das ist, hat nichts damit zu tun auf eurer Trockennasenaffenebene. Das ist auch immer wieder, ich sage, wahre Liebe gibt es nur unter Männern. Männer sind Geist, Frauen sind logische Systeme. Was jetzt nicht heißt, dass du jetzt definitiv in deinem Traum die Rolle einer Frau spielen kannst. Das habe ich so oft gesagt. Ich habe hier Ehepaare, wo die Frau sich extrem für Holofeeling interessiert und der Mann gar nicht. Und dann sage ich immer wieder, du spielst in deinem Traum die Rolle einer Frau und dein Mann ist praktisch, du bist der Mann und spielst die Rolle einer Frau und in deinem Traum, der Mann ist deine Frau. In der Rolle eines Mannes. Kann man alles spiegeln. Klingt sehr kompliziert, ist ganz easy. Es ist wie mit einem Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Wenn man nicht weiß, wie es geht, sagt man unmöglich. Und wenn du die Lösung siehst, zaubert dir das ein Lächeln ins Gesicht. Krass wird es natürlich, wenn du hier jetzt ausgedachterweise 30, 40 Jahre massiv mit Selbstzweifeln in dich hineinprügelst, bis du feststellst, das ganze Leid hast du dir selber verursacht. Ne, Stefan? Oder der Psycho? Wo ist mein Psycho? Aber im Nachhinein kann man besser lachen. Das große Leid ist wie ein großer Hunger. Ich habe das so oft gesagt, du hast immer eine Qualitätsachse. Wenn du hungrig bist, fühlst du dich schlecht. Zumindest nicht gut. Und wenn du noch mehr Hunger hast, fühlst du dich noch weniger gut. Und wenn du einen richtigen Kult anfasst, geht es dir richtig scheiße. Stimmt? Was dir aber nicht auffällt in deiner einseitigen Welt, dass mit dem Erhöhen dieses Unwohlseins aufgrund eines Hungers zwangsläufig in dir ein Wohlfühlen irgendwie entstehen muss. Denk an dieses Gesetz. Das heißt, es steigt mit dem Hunger die Vorfreude auf das Essen. Wenn du ein bisschen Hunger hast, hast du nicht besonders Bock, was zu essen. Wenn du einen richtigen Kult anfasst, hast du eine Riesenfreude, dass irgendwann einmal das Essen kommt. Jetzt kriegst du dein Essen, du isst, jetzt schießen wir über die Nulllinie hinaus und wir sagen mal, du kannst nicht aufhören und bist überfressen. Jetzt bist du, das Ziel, das du als Hungriger angestrebt hast, wenn du erreicht hast, wird es dir genauso beschissen gehen wie vorher. Bloß gespiegelt, du bist jetzt auf der anderen Seite. Und jetzt ist ganz interessant, wenn du mal so richtig, wer hat heute ein ganzes Schäuferle gegessen? Wenn du so richtig satt bist und du denkst jetzt, vorher, wie wir losgegangen sind zum Essen mit einem Kohldampf, dass du dir eigentlich, wenn du beide Seiten gleichzeitig siehst, dass du momentan, wenn du nur auf der Seite stehst, die Seite als wesentlich besser ansiehst. Du würdest sofort wieder sagen, eigentlich, wie ich den Hunger und die Lust auf das Essen gehabt habe, ist mir besser gegangen wie jetzt. Ich sage aber, wenn man versucht, das bitte nicht einen zu erklären, der Hunger hat. Wenn du satt bist, dass du dem sagst, dir geht es ja besser wie mir.
Das sind Fakten. Wir reden hier von Fakten. Geht in den Gedankengang mit. Was soll uns das sagen, dass man in der Regel immer genau das will? Immer genau das will, was man nicht hat, bis man es hat und dann will man wieder das andere. Das gibt, du willst gesund sein, gut, jetzt kannst du sagen, ich will aber doch nicht krank sein. Na, das willst du nicht. Du willst nicht heil sein und da du für deine Heiligkeit die Krankheit brauchst, wenn du gesund bist, muss ich dir zwangsläufig, dass du heilig werden kannst, wieder Krankheit schicken. Und der Griech ist Zerstörung. Und der Frieden kann sich was aufbauen. Ob jetzt das ein Pflänzchen ist, bis ich es ausreiße, oder irgendeine Stadt oder eine Industrie. Interessant ist dabei, dass es ohne Zerstörung keine Weiterentwicklung gibt. Der Säugling muss vollkommen zerstört werden, sonst wird er daraus kein Schulkind. Und das Schulkind muss zerstört werden. Das habe ich tausende Male erzählt. Das ist das einfachste, simpelste Beispiel der Welt. Du begehst bloß den Fehler, dass du meinst, wenn du jetzt an ein Schulkind denkst, dass das dasselbe Mensch ist. Jetzt müssen wir schon blau machen. Derselbe Körper ist es auf keinen Fall. Es ist derselbe Mensch. Aber ein Mensch, der sich mit seinem Körper verwechselt, meint, der Schulkindkörper ist derselbe Körper wie den, oder machen wir mal, der Pubertierende meint, er hat denselben Körper wie als 6- oder als 8-Jähriger. Dass der doch anders ist, sich doch jeder Depp. Dass dein Körper jetzt nicht mehr der ist von einem 10-jährigen Stefan. Es ist ein komplett neuer Körper. Der Witz ist, aufgrund der Gnade, jeder Gedanke wird hier und jetzt im Augenblick vollkommen neu erschaffen. Dein Körper ist deine Traumwelt. Und die erwartet eine Gestaltveränderung. Und jetzt ist natürlich interessant, wenn wir extreme positive Seiten machen, das sind diese Standardwiederholungen. Wenn du meinst, das Ziel, das einseitige Ziel, das du anstrebst, mit dem du dich entheiligst. Ich habe gesagt, du bist ein Richter. Das, was du willst, kriegst du von mir irgendwann. Und dies vollstrecke ich an dir. Das heißt definitiv Sätze für den Frieden, den einer anstrebt. Sonnenschein, ich will nur noch Frieden haben, mit Regen will ich nichts zu tun haben, das ist der Griech. Dann schauen wir mal, wie lange du in einer Welt, wo nur Sonne scheint, wie lange du glücklich wirst. Ohne Regen. Das klingt jetzt, wenn einer sagt, das darf man nicht vergleichen, den Haug sofort ab, weil er nicht bereit ist, die Gedankengänge mitzugehen. Oder ich mache mal mein allerschönstes Ideal in deiner Welt, so wie du dir vorstellst. Sind ja alle so gut, diese scheinheilige guten Menschen dumm. Wir sagen einfach einmal, ich mache jetzt einen Segen für euch, ihr müsst nicht mehr krank werden, es muss keiner mehr von euch krank werden. Es gibt keine Kranken mehr, ab morgen gibt es keine Kranken mehr. Dieser Segen für die Menschheit, ich verspreche euch, es würde ein größeres Chaos auslösen wie irgendein Krieg, den du dir bisher ausgedacht hast. Innerhalb von 14 Tagen, es wird zuerst einmal ab morgen, die kommen mit Kletten, Arztpraxen wären leer, die Krankenhäuser wären leer, die Apotheken wird keiner mehr reingehen. Es wird alles, weil alles mit einem zusammenhängt, zusammenbrechen. Innerhalb von 4 Wochen wäre in deiner Welt ein Chaos bis zum Es geht nicht mehr. Ihr braucht die Krankheiten, weil ihr sonst nicht an euer scheiß Geld kommt. Bitte? Das ist immer wieder. Wie? Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das Schöne ist, dass ich dir ja dann Glauben gar nicht ausreden will. Du hast den Glauben von mir bekommen. Ich weise dir nur darauf hin, dass er extrem fehlerhaft ist. Und das, was wir jetzt machen, dass die Seiten, die Filme, die tun wir dazu, alles, was ich widerspricht, gibt dann was vollkommen Neues. Da du jetzt aber den Eindruck hast, dass bei vielen Aussagen eventuell, dass sich das deiner Meinung widerspricht, ich sage, das ist ja gerade der Trick. Ich bin immer genau das, was du nicht bist. Alles, was du als richtig ansiehst, werde ich das Gegenteil behaupten. Egal, was du für eine Ansicht hast, dass ich dir dadurch die Möglichkeit gebe, ich sage, benutze mich als einen Spiegel, dass ich jetzt sage, das sind Worte drauf, dass du um die Ecke schauen kannst. Dass du das, was für dich verkehrt ist, richtig wird, indem wir das spiegeln. So, jetzt machen wir wieder was Schöneres. Die Udonas, die Feindesliebe. Das sind zum Beispiel die Udonas. Das sind diese Buddha-Schriften. Jetzt ist natürlich interessant, dass wenn du in die Ursprache gehst, in die Vordersprache gehst, wirst du zuerst einmal erkennen, dass die Worte Allah, Buddha, Yahweh, dass das eigentlich dasselbe bedeutet. Das Allah, Al ist der Schöpfergott, das eine, der Ursprung, und La heißt auseinandergeschmissene Wahrnehmung. Bu, hebraisiert Bu, wenn wir ins Wörterbuch reinschauen, heißt in ihm ist da, habe ich schon gesagt, 74,5 heißt Wissen. In ihm ist das Wissen. Und den Jahwe, den haben wir ja schon gehabt.
Es sind nur immer die Zahlen, in einer Zahlenform ist es immer gleich. Was jetzt hier interessant ist, da ist unter anderem jetzt diese berühmte Geschichte von den blinden Männern und dem Elefanten. Ich gehe mal davon aus, das kennt jeder. Was eine weniger bekannte Geschichte ist, das, wo ich gerne erzähle, weil das ist, wenn du am Fluss des Lebens lebst, da leben auf der rechten Seite des Flusses des Lebens. Auf der richtigen Seite leben welche, die opfern sich für ihre Mitmenschen auf. Und da wird jetzt hier in dem Original, wird ellenlang über Seitenwand lauter Wohltaten schenken und pflegen und helfen aufgezählt. Alle, die diese guten Dinge tun, und jetzt kommt der entscheidende Satz, die sind nicht gut, rot geschrieben. Dann geht man auf die linke Seite des Flusses, da wird jetzt genau das Gegenteil aufgezählt, übrigens in diesen Buddha-Schriften, auf extrem scheußliche Art und Weise, wenn einer still betrügt, wenn er die Köpfe seiner Mitmenschen spaltet, dass das Gehirn rausspritzt, das geht sehr ins Detail, wenn man die Originale liest. Aber jetzt kommt, die sind nicht böse. Ich sage immer wieder, das ist eigentlich nur ein Vorgänger vom Calvinismus. Da hat es hier in den Updates, hat der Redo so schön schon so kleine Shout-up reingestellt über Calvinismus. Calvinismus lehrt im Prinzip dasselbe, was am Calvinismus eigentlich hier so nicht so beliebt ist. Ich könnte jetzt das einschalten. Das ist diese Vorherbestimmung. Im Calvinismus, Christentum, müssen wir doch schnell drauf machen. Immer dran denken, ich erkläre euch nicht, was nicht stimmt, sondern alles, was ich euch zeige, stimmt. Es ist bloß unvollkommen. Ich sage immer, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Da haben wir jetzt erst einmal die vier Grundsolis. Das Sola Scripta allein, die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Das christlich kannst du austauschen, da kannst du jetzt sagen, des naturwissenschaftlichen Glaubens ist allein die Schrift oder die Experimente. Was natürlich mein Lieblingswort ist, das Experimente. Ich werde euch mal sagen, was Experimente bedeutet. Und alles, was ich euch jetzt sage, könnt ihr in Wörterbüchern nachfinden. Früher habe ich das immer gemacht, ich will jetzt Zeit sparen. Ex heißt heraus. Peri, griechisch, heißt ringsum. Das heißt, es kommt etwas aus dir heraus, das du um dich rum ist, das du dir ausdenkst. Und jetzt kommt das schöne Wort ment. Das ist eine Unterform von mens. Mens heißt denken. Ment, mentior, heißt in jedem Lateinwörterbuch Lügen verbreiten. Das, was du dir ausdenkst, das um dich herum, expari, um dich herum ist, dieses Denken, sind die Lügen, die du verbreitest. In vielen Wörtern wird das ment dann auch als überlegen. Denk, du bist immer. Und U ist schon ein Schwingen, eine Spannung mit zwei Bündchen. BR heißt Polar erweckt. Le heißt auseinandergeschmissene geistige Existenz. Das ist, du tust etwas überlegen. Und das sind die Lügen, die du verbreitest, sind diese Gedankenwellen, die du in Raum und Zeit verstreust, was aber immer nur hier und jetzt in deinem Kopf ist. Das sind die Experimente. Und jetzt können wir das Schöne in Ellingen schon machen. Ich mache jetzt doch ganz Sinn. Bloß für die, die es noch nicht gesehen haben oder nochmal aus einem Spaß heraus, da gehe ich schnell mal in den Physikordner, das ist ein winziger Ordner. Denk an meine 2701 Einträge, da sind zurzeit genau 2701 Internetseiten abgelistet in unheimlich vielen Ordnern, die man sofort, jetzt nur zum Zeigen, und da machen wir jetzt als allererstes einmal hier. Den hier. Anfang März diesen Jahres. Sie sehen das Mikroskop, da kann man hineinschauen und kann wirklich ein einzelnes Atom mit dem Auge sehen. Warte mal, nur mal den Anfang. Ups. Auf zuhören, was er sagt. Sie sehen das Mikroskop, da kann man hineinschauen und kann wirklich ein einzelnes Atom mit dem Auge sehen. Das ist faszinierend zu sehen. An der Stelle ist wirklich ein einzelnes Atom leuchtend im Vakuum. Hey! Ihr Menschen, die ihr auslebt, ihr seht überhaupt Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Die Maschinen, das ist übrigens jetzt kein Mensch gewesen. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist. Das ist einfach nur eine Schattenlichterscheinung in eurem Gesichtsfeld, das wiederum aus zwei Flecken besteht, wie eine Cyberspace-Brille. Da baut ihr eine Illusion von Raum auf. Und dieser Raum ist genau genommen ein Traum, T-Raum, ein gespiegelter Raum. Und darum ist es auch kein Zufall, dass in allen Physikbüchern von Volumen gesprochen wird, bloß was offensichtlich diese Idioten bis zum heutigen Tag nicht begriffen haben, wenn sie ein Lateinwörterbuch nehmen, dass Volumen überhaupt nicht Raum heißt, sondern Rollen. Die Evolution, das kommt Volvere, kommt auch her, wir können da nachschauen.
Latein. Eine Schriftrolle, eine Rolle, ein Schriftwerk, ein Kreis, eine Krümmung, eine Windung, ein Wirbel, eine Welle und so weiter und so weiter. Evolution, da kommt auch Volvere oder Universum, Uni, das eine, rot geschrieben, verbunden sein, der Gott heißt Uni, das eine, das nicht denkbar ist, weil wir einen Unterschied brauchen. Und Versum heißt in eins gekehrt. Das ist das eine, wird ständig in eins gekehrt. Und interessant ist, wenn wir jetzt dieses Rollen uns anschauen, nochmal hier, immer wenn ich was nach oben schiebe, wenn ich so mache, geht die eine Hand nach unten. In dem Moment, wo ich was ausstoße, geht was nach innen. Und das ist Volumen. Es ist die Welt einer Gedankenwellen. Was da ein bisschen ins Detail die physikalischen Formeln sagen, was diese Idioten, Idiote heißt auf Lateinisch, einfachen Menschen, die Trockennasen, auf die du dir zurzeit ausdenkst, bis jetzt nicht gecheckt haben. Und wisst ihr, wer daran schuld ist? Derjenige, der sich die so ausdenkt. Ein Gedanke von dir kann sich nicht raussuchen, dass du in dir denkst, wie du ihn denkst. Ein träumender Geist ist auch nur ein Gedanke von dir. Das heißt, wenn du sagst, ich bin jetzt ein träumender Geist, bist du ein Gedanke von dir selber. Und wenn du eins runtergehst, als träumender Geist verwechselst du dich mit einer Figur, die du dir ausdenkst. Die übrigens als körperliche Erscheinung nur dann da ist, wenn du dran denkst. Wenn du jetzt da sitzt zum Beispiel und du grübelst drüber nach, ich sage immer, du sinnierst, Sinus, Wellen, du sinnierst drüber nach, was koche ich heute Mittag? Denkst du dann an deinen Arsch? An deine Nase, an deine Ohren, an dein Herz, an dein Gehirn? Dir muss klar sein, es ist ja angeblich hundertprozentig sicher, dass das auch dann da ist, weil sonst könntest du das ja nicht denken. Ich sage, das ist logisch, aber mit Geistreich hat es nichts zu tun, weil du einfach eine Theorie, eine These in deinem Kopf verwirklichst. Die ganze naturwissenschaftliche Welt des ausgehenden 20. Jahrhunderts, wir haben jetzt das 21. Jahrhundert, baut nur auf Axiomen und auf Theorien auf. Angefangen von der Quantentheorie über die darwinistische Evolutionstheorie, und so weiter, es sind Axiome. Wenn du in Wörterbüchern nachschaust, ein Axiom ist eine Grundannahme, die nicht bewiesen werden kann, aber die allgemein als hundertprozentig sicher anerkannt ist. Eine Theorie ist eine These, eine Sichtweise, der Henkel ist rechts und wenn er rechts ist, kann er nicht links sein. Zeig mir die Weisen deiner Welt, sage ich als Jesus, und ich werde dir zeigen, dass es die größten Dummköpfe sind. Und ich nehme die Schuld auf mich, die sind so dumm, weil ich die mir so ausdenke. Ich nenne das, das sind die Führerscheinprüfungsbogenfehler, die ich in deiner Traumwelt installiert habe. Ich will nur, dass du schaust. Mit Wissen hat es nichts zu tun. Mit intellektuellem Wissen. Nochmal, der erste behauptet Sachen. Das Wissen, der Intellekt eines 13-Jährigen, den du dir jetzt ausdenkst, so wie du dir den bisher ausgedacht hast, reicht ohne weiteres aus, meinen Gedankengängen, was mir jetzt wichtig ist, zu folgen. Stimmt oder stimmt? Kinderkram. Seid froh, dass ich noch nicht erwachsene Sachen bringe. Du seid ja noch zu klein dazu. Gut. Jetzt machen wir einen, machen wir noch mein Liebling, das ist so meine Marienerscheinung. Habe ich den jetzt verkehrt abgeschaut? Aber ich will Ihnen jetzt einfach mal diese Bilder zeigen dazu. Weil ihr müsst wirklich einmal, ich habe das schon in Ellingen ein bisschen genauer und nochmal, das ist ja nur, die lässt die ganzen Konsorten. Sie verwirklichen Vorstellungen, die sie vom Hören sagen können. Und der Witz ist, es sind des Kaisers neue Kleider. Auch du, Brösel, als Geist, als unbewusster Geist, lebst, du siehst in einem vor des Kaisers neue Kleider, du siehst laufend Sachen, du siehst Menschen, du siehst einen Physiker, lass mal weiterlaufen. Ihr müsst wirklich einmal diese Entzückung, ich sage, wenn du mal hier entweder live in irgendeiner Sekte, wenn gebetet wird und aufgestiegene Meister, das Beispiel, wo wir gerade in der Pause gehabt haben, diese Entzückung in den Augen, das hat er. Materialismus ist die dogmatischste Religion, der dogmatischste Wahn. Ich sage, was haben alle gläubigen Menschen gemeinsam? Alle, egal ob die religiös gläubig sind, naturwissenschaftlich gläubig sind, Glaubensgemeinschaften, egal welcher Glaubensgemeinschaft du angehörst. Ich sage immer wieder, die haben elementare Punkte gemeinsam. Zum Ersten, sie glauben absolut fanatisch, dass das, was ihnen logisch erscheint, dass das das Einzige ist, was richtig ist. Jetzt kommt mir gerade ein schöner Gedanke in den Sinn. Das ist das Erste. Sie bekämpfen Feindbilder. Ob das Krankheiten sind oder was auch immer, Neonazis, egal was es sind, Feindbilder da. Alle Christen. Zeig mir einen Christen.
der kein Feindbild hat. Und wenn es der Satan ist, versuche mal einen Zeugen Jehovas auszureden, dass es keinen Satan gibt. Jetzt ist das ein ganz wichtiger Person, ist ein guter alter Freund von mir, das habe ich auch schon oft erklärt. Der Scheidan. Das ist ja wie ein Staatsanwalt. Der hasst übrigens Ankläger. Der geht mit mir spazieren, die Hiob-Geschichte. Lest die ersten paar Verse, dann wirst du feststellen, der Satan macht nur das, was Gott ihn anordnet. Setz einfach einmal hier den Staat und alle, die die Gesetze eines Staates brechen, die werden angeklagt vom Staatsanwalt. Das heißt, der Staatsanwalt ist der Rechtsanwalt vom Staat. Okay? Darum nennt man den auch Ankläger. Und in der Hiob-Geschichte, da geht ihm, ich sage mal, ich und mein Kumpel, der Satan, der Staatsanwalt, wir gehen spazieren und er sagt, ja, schau dir mal den Hiob an, wie der dich anbetet. Es ist ja eigentlich überhaupt keine Kunst, du schmierst ihn in den Arsch, du fitzt ihn jeden Wunsch, der hat eine tolle Frau, der hat gesunde Kinder, hat Riesenherden. Meinst du, der würde dir auch glauben, wenn es ihm dreckig geht, wenn du ihm nicht jeden Wunsch erfüllst? Und dann sagst du, das ist mal eine interessante Frage, probier das aus, mach mit dem Hiob, was du willst, bloß ihm selber darf nichts passieren. Das heißt, dass Hiob, die Hiobsbotschaften, dass er das macht, das kommt von Gott selber. Das heißt, ich schaue jetzt einfach mal, ob die mir wirklich vertraut. Das Thema ist immer wieder das Gleiche. Wenn man dann zum Beten anfängt, das kann ja nicht schaden. Das ist erbärmlich. Das ist unheimlich erbärmlich. Und sobald es euch wieder gut geht, gehe ich euch wieder am Arsch vorbei. Und jetzt, was mir gerade in den Sinn gekommen ist, ich mache jetzt einen Sprung wieder normal. Ich sitze auf meiner Couch, ich zappe am Fernseher rum. Udo-Geschichte. Ich lasse euch einmal jetzt in den kleinen Udo-Kopf reinschauen, so einfach der ist. Und in einer Werbepause und dann ist irgendwo auf N24 kommen immer so Reportagen. Es kommt eine Reportage über die RFA, Rote Armee-Fraktion. Und dann ist ein älterer Herr, in deinem Alter ungefähr. Und es war ein Richter, einer der obersten Richter in diesem Prozess gegen Bader Meinhof. Und ich habe da nur ein paar Sekunden reingeschaut, dann sitzt er und er sagt, es war in seinem Leben eine Riesenerfahrung, weil er lernen durfte mit diesen Menschen, dass man sollte meinen, wir haben es mit vernunftbegabten Menschen zu tun, aber er durfte lernen, dass du einen Fanatiker, den kannst du nicht erreichen. Es ist vollkommen unmöglich, dass du hier, wenn einer fanatisch an was glaubt, dass du den erreichst. Und dann taucht plötzlich in dem Udo-Kopf ein kleiner Gedanke, den ich mir natürlich selber gegeben habe, und da schreit sie mir, du elendiger Heuchler, zieh zuerst einmal den Balken aus deinen Augen, bevor du den Splitter in den Augen der anderen kritisierst. Was unterscheidet dich, Richter der Bundesrepublik Deutschland, von irgendeinem Richter der DDR oder im Nazireich? Du bist felsenfest davon überzeugt, dass die Gesetze, die du hier richt sprichst, dass das die richtigen sind, weil sie dir logisch erscheinen. Stimmt oder stimmt? Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und jetzt ist das Schöne, ich spreche dich frei, weil du dir ja diesen Fehler, diesen Glauben nicht raussuchen konntest. Kann sich ein Geist, wie schizophren meinst du, ist ein Gott, der irgendeinen hilflosen Brösel träumen lässt, ihnen einen scheiß Traum gibt, den er sich nicht raussuchen konnte und dann den träumenden Geist vorwirft, dass er diese Scheiße träumt. So, ich bin nicht so krank. Ich habe mir dabei was gedacht. Es ist, ich nehme alle Schuld auf mich. Es ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Meinst du, dass ein Prüfer oder hier in der, ich sage mal, in der Zentrale der Fahrschulen, wenn die Führerscheinprüfungsbogen entwerfen, dass die Fehler zufällig oder unbewusst reinmachen? Die machen doch die Fehler ganz, ganz bewusst, damit du sie erkennst. Ich habe das so oft erzählt. Und diese Welt, so real, die dir erscheint, was ist Realität? Das ist das Hauptproblem. Nobelpreisträger Popper. Falsifizieren, du musst alles in Frage stellen. Ich würde gerne mal hier mit meinem Michael, habe ich schon gesagt, wenn ich dir vorlese, dass du merkst, was eure Größen, eure Nobelpreisträger für geistlose Idioten sind. Wenn du selber denkst und dich an Fakten hältst, da heißt es das erste Mal in der Erkenntnis, wir haben hier zwei große Weltbilder. Das ist zum einen der Idealismus, kurz gesagt, die Welt ist bloß ein Traum, und der sogenannte Realismus, und das ist schon die erste Falle. Er benutzt das Wort Realismus anders, verkehrt, falsch. Für ihn ist Realismus, was ich auch oft Materialismus nenne, ist schlichtweg und einfach die Welt da außen, das Universum, das schon vor mir da war, das auch dann da ist, wenn ich nicht dran denke und noch da ist, wenn es mich nicht mehr gibt. Realität ist was ganz was anderes. Ich definiere Realität neu. Ich sage, es gibt zwei Möglichkeiten, du kannst was denken und so ein grünes Maßmännchen. Dieses Maßmännchen ist nur, wenn du es denkst, es wird das annehmen, was du denkst, und es wird dort sein, wo du dir es hindenkst.
Du kannst dir jetzt das grüne Marsmännchen auf dem Mars denken. Du kannst dir das nach Paris denken oder nach Shanghai. In Wirklichkeit ist es nur hier in deinem Kopf. Das kannst du dir auch bewusst machen. Schau in dich rein. Glaubst du, dass das Marsmännchen jetzt in Paris ist, wenn du dir es nach Paris denkst? Du kannst reinschauen, was du glaubst, das glaubst du. Dann merkst du, jetzt kannst du reinschauen und siehst, nee, da glaube ich eigentlich, dass es jetzt nur da ist und dass es nur ist, weil ich es denke. Stimmt oder stimmt? Jetzt denk an Donald Trump. Denk an Donald Trump. Jetzt schau in dich rein. Und da, wo du ihn hindenkst, da schau in dich rein und jetzt schau, wo der Unterschied zwischen dir ist und dem grünen Marsmännchen. Und der Unterschied, das macht dein Glaube. Ist simpel, ist schockiert im ersten Moment. Also gut, jetzt machen wir hier die Marienerscheinung. Das noch schnell und dann machen wir Schluss. Mit diesen 100 Milliarden Bildern pro Sekunde, da wurde tatsächlich Licht im Flug. Betonung Licht auf Flug. Aufgezeichnet. Das sagt er dann übrigens, weiß nicht, ob das noch kommt, weiter vorne. Ich zeige euch die Publikation aus dem Internet, dann könnt ihr das selber nachlesen. Das ist ein Beweis, weil das irgendwo gemessen wurde. Und dass das Milliarden, wer hat es eigentlich gezählt? Wenn ich die Vorstellung vom Kosmos, von der Größe, von den Sternen, jeder ist ein geistloses Rezitierchen, der wie ein Papagei nachblabbert, was mir ihn eingehämmert hat. Ich muss da noch kurz einwenden, das habe ich so oft gesagt. Du kannst in deiner momentanen Vorstellung einer Katze, es ist ein gewisser Charakter, Katzen haben einen Hauskatzen, haben einen gewissen Charakter. Wenn dich ein bisschen mit Tieren auskennst, du kannst einer Katze nicht beibringen, dass sie ein Stöckchen holt. Das wäre Ausnahmekatze. Die haben einen eigenen Willen. Das kannst du einem Hund beibringen. Ein Hund freut sich mit dem Wedel, mit dem Schwanz und holt sein Stöckchen. Aber du wirst es nie schaffen, dass du einem Hund beibringst, dass er spricht. Kann er nicht, ist er dazu nicht gebaut. Das kann ein Papagei. Ein Papagei, wenn du lange genug was vorplapperst, dann Papagei dir das nach. Du wirst aber niemals fertigbringen, dass der das versteht, was er spricht. Und das ist unser Problem der ganzen Naturwissenschaft. Das sind geistlose Papageien, die eins zu eins das rezitieren, was wir ihnen in den Elternhaus, Schule und an der Universität eingehämmert haben. Und wir wissen, dass zu jedem Zeitpunkt der Welt, die du dir jetzt ausdenkst, immer jetzt, zu allen Zeiten was anders erzählt wurde. Und zu allen Zeiten hat man geglaubt, dass das, was jetzt gewusst wird, was gelehrt wird, dass das schon der Weisheit letzter Schluss ist. Unser Problem, Peter, er als Lehrer mit der Erdkugel, aber da gehen wir nicht drauf ein. Jetzt machen wir da noch schnell die Marienerscheinung. Schaut bitte das entzückte Gesicht an. Kann beispielsweise jetzt hier eine Rennstrecke aufbauen und einfach mal Licht in einem Medium auf die Reise schicken, indem es relativ schnell ist. Sagen wir mal in Luft. Das ist hier der obere Teil. Oder in Kurven. Ich mache übrigens ganz kurz Reihe. Heißt das einmal Spiegel und Seh, das ist das hebräische Wort für Lamm. Das schreibt sich Sin-He, so heißen die zwei Buchstaben. Das heißt, in einem Spiegel baut sich das einmal was auf. Das sind die zwei Seiten. Das ist immer, sobald du zwei denkst, sind im Hintergrund immer zwei. Du bist auf einer Ebene, wo du immer nur eine, jetzt ist es entweder für dich entweder hell oder dunkel, bis du begreifst, dass du ein träumender Geist bist, der im Hintergrund in seinem Programm, das läuft immer mit, das kannst du dir bewusst machen, diese heliozentrische Weltvorstellung hat. Und damit entsteht auch dieses Gefühl, dass jetzt in der Zukunft finster wird und dann wieder hell wird oder dass ich einatme und dass ich ausatme. Ich merke das doch. Nee, was du magst, magst du jetzt. Jedes Wort, das ich jetzt ausspreche, spreche ich jetzt. Und das, was du hörst, jedes Wort hörst du jetzt. Und du bist jetzt immer hier. Ob du jetzt in Weißenburg sitzt oder bei dir zu Hause vom Computer. Jetzt ist die Frage, bist du der, der im Weißenburg jetzt sitzt, während diese Aufnahme aufgenommen wird? Die wird jetzt aufgenommen oder sitzt du jetzt bei dir zu Hause vom Computer und hörst dir die Aufnahme jetzt an, die jetzt abgespielt wird, während sie jetzt aufgenommen wird? Und jetzt merkst du, dass dein materialistisches Denken ein totales Problem kriegt, weil es immer ein extrem fehlerhaftes Denken ist. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Kunstharz. Im Kunstharz ist das Licht deutlich langsamer. Das ist so ähnlich wie mit Wasser. Im Wasser hat das Licht nur noch 225.000 Kilometer pro Sekunde. Wenn man ihm beigebracht hätte, dass im Wasser das Licht 5 Millionen Kilometer in der Sekunde schnell wäre, würde er das jetzt erzählen. Weil er dir das erzählt, was ihm seine Lehrer erzählt und seine Lehrer erzählen, was die ihm Lehrer erzählt haben. Und jetzt kommen wir wieder in so einen Regress, der sich eigentlich auflöst, weil es keine Vergangenheit gibt. Das habe ich, wie gesagt, ganz detailliert. Es gibt hunderte, tausende von Videos in Kleingesprächen, wo ich da
immer noch sehr, sehr populärwissenschaftlich darauf eingegangen bin. Stimmt, Peter, oder stimmt? Sekunde. Im Kunstharz ist es noch langsamer. Und jetzt schauen Sie sich bitte mal diese Rennstrecke an hier. Jetzt kriegt das eine oben Luft, unten Kunstharz. Und jetzt zeige ich Ihnen mal. Das ist jetzt, habt ihr das gesehen? Da ist Luft, das ist Luft und das ist Kunstharz. Wie das aussieht. Sehen Sie das? Nochmal. Jetzt aufpassen. Man sieht klar, wie der obere Teil, das Licht im oberen Teil, den unteren abhängt. Das sind Photonen im Flug, die Sie hier sehen. Und so viel zum Thema Fakes. Ihr verarscht euch selber. Lasst euch einmal, wenn wir da Nachrichten anschauen, wenn wir diese Präzision, was ist jetzt da? Was schaut ihr eigentlich an und was denkt er sich aus? Und ein alternatives Faktum ist schlichtweg und einfach, wenn wir jetzt einen Trump nehmen, der dann natürlich von der Presse niedergemacht wird. Jetzt wohlgemerkt, ich mache jetzt eine Märchengeschichte. Es geht nicht um die Person, es geht bei des Kaisers neue Kleider nicht um die Kaiser oder um diese Schneider, die den Kaiser verarschen. Da steckt überall eine Metapher dahinter. Das ist durchaus, während es jetzt hell ist, ist ein alternatives Faktum, zum Beispiel, dass es finster ist, wenn ich mich hinterm Vorhang stelle. Stimmt oder stimmt? Und während hier eine Tasse einen Henkel rechts hat, ist ein alternatives Faktum, dass dieselbe Tasse im selben Moment den Henkel links hat. Und dass natürlich hier diese Aufnahme, wo du ja aus der Presse kennst, von der Vereidigung, ob da mehr oder weniger Menschen da waren, da könnte ich jetzt einiges dazu sagen. Zuerst einmal sind da auf dem Foto überhaupt keine Menschen drauf, weil die wären ja winzig klein und würden ja nur aus Farbe bestehen. Das sind Konstrukte, es sind logische Konstrukte von einem Reizauslöser. Das heißt, es ist ein Reizauslöser, das ist mein Klingelingeling-Beispiel, du hörst irgendein Geräusch und sofort denkst du an was. Das ist jetzt ganz einfach, wenn ich jetzt Jan sage oder Udo sage, denkst du an was? Das Geräusch ist nur ein Reizauslöser und dein Programm baut jetzt ein Bild auf, wie ein Computer. Und zwar das Bild, das aufgebaut wird, weil du so programmiert bist, bei diesen Reizauslöser so zu reagieren. Und das ist mit dem Witz, wo ich sage, wenn ich dich umprogrammiere, kann ich dir dasselbe sagen und du kriegst einen Lachkrampf, wo du vorher fast am liebsten auf mich losgegangen wärst. Und jetzt machen wir Pause. Und wir wissen natürlich, wenn jetzt Photonen hier auf so eine Trennschicht